Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und ich zeige euch heute, wie man Stressed Out von 21 Pilots spielt. Wenn ihr den Song kennt, wisst ihr, dass das jetzt nicht so die absolut prädestinierte Gitarrennummer ist, aber es ist eigentlich ein ganz cooler Song. Und genau, ich zeige euch einfach die Akkorde und so ein Strumming-Pattern, das ich mir überlegt habe, was, glaube ich, ganz groovy ist. Und was ihr daraus macht, ist euch überlassen. Es gibt so einen Grundriff, was auch Strophe und Refrain in erster Linie ist. Das besteht erstmal aus F, D-Moll und A-Moll. Ich spiele das in der Regel als Barré-Akkorde. Das heißt, F muss man als Barré spielen, ist klar. Dann D-Moll als von A-Moll ausgehender Barré im fünften Bund. Und dann A-Moll im fünften Bund von E ausgehend. Und zwischendrin kommt dann nochmal ein E-Dur. Den greife ich dann in der Regel so, dass ich halt den so greife, als würde ich ein Barré greifen, weil danach kommt direkt wieder das F und von diesem Griff auf den ist es ein bisschen schwierig. Und wenn ich so greife, also ohne Zeigefinger und nur mit Mittelring und Kleinfinger, kann ich schneller wieder auf das F gehen. Die Abfolge ist jetzt so, ein Takt lang F, ein Takt lang D-Moll, zwei Takte lang A-Moll, dann kommt wieder F, dann D-Moll, A-Moll, dann halber Takt A-Moll, halber Takt E. So, das ist das, was sowohl die Verse ist, die ich euch jetzt nicht vorrappen werde, weil ich nicht wirklich rappen kann. Und im Refrain, wenn dieses My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Das ist im Prinzip dieselbe Akkordfolge. Und ich habe euch jetzt schon mal angedeutet, wie ich es spielen würde vom Groove her. Und zwar das sieht so aus, dass ich auf die, ich mache immer, also der Grundgroove ist so, dass ich 1 und 2 und 3 und 4 spiele. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und ich spiele alles abgedämpft, mit dem Handballen abgedämpft auf dem Sattel hier, auf dem Steg, Sattel ist hier oben, Steg. Und ich spiele auf die 1 und die 2 nur den Basston des entsprechenden Akkords und auf die 3 dann den Rest des Akkords. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und... Und in Anlehnung an das Originalriff, wie es im Song ist, mache ich dann immer noch ein Achtel vorher so einen chromatischen Reinsliden. Ein chromatisches Reinsliden. Super Deutsch heute wieder am Start. Das heißt, ich spiele auf die 4 und die leere E-Seite und gehe dann erst auf den ersten Bund von dem F. Dasselbe halt auch bei dem D und bei dem A. Das heißt, ich fange bei dem D auf die 4 und des ersten Taktes schon an. Also 1 und 2 und 3 und 4 und slide dann hoch auf den fünften Bund. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und dasselbe auch hier bei dem A. 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Und da spiele ich jetzt aber die 1 dann nicht extra nochmal an. Das ist dann in dem Slide mit drin, sonst ist es ja kein Slide. Und bei dem F allerdings, also von der leeren Seite auf den ersten Bund, mache ich einen Hammer-On, weil das lässt sich schlecht sliden von der leeren Seite auf den ersten Bund. Dann beim zweiten Durchlauf ist es ja, wie ich eben schon erwähnt habe, so, dass man dann einen halben Takt lang A-Moll, halben Takt lang E spielt. Da mache ich dann einfach, also eigentlich kann man einfach 1 und 2 und 3 und 4 und, also entweder auf die 1 und auf die 3 jeweils den Akkord spielen, auf die 1 das A-Moll, auf die 3 das E. Oder man nimmt zwar diesen Slide,
und geht dann aber nicht auf die 3, nicht auf das A-Moll, sondern auf das E. Könnt ihr jetzt machen, wie ihr möchtet. Klingt dann so zum Beispiel. Na? Also das ist jetzt das Grundgerüst sozusagen. Es gibt jetzt eigentlich noch ein oder zwei andere Formteile. Die zeige ich euch jetzt alle mit Barré-Akkorden. Ihr könnt natürlich, wenn euch das alles zu blöd ist mit den Barrés, das alles auch mit ganz normalen Akkorden spielen. Also normal heißt diese, statt hier A-Moll und statt hier D-Moll, das normale D-Moll. Dann könnt ihr halt nicht mit diesen Groove machen, aber wenn euch das leichter fällt und ihr das lieber anders begleiten möchtet, ist es natürlich auch möglich, das alles mit den ganz normalen Wander-Gitarren-Akkorden zu spielen. In diesem Teil, wo es dann If we could turn back time to the good old days und so weiter geht. Also das ist völlig out of my range, deshalb habe ich es jetzt nur so angedeutet. Es geht los mit einem F, den spiele ich hier als Barré. Im achten Bund von A ausgehen und dann auf E-Dur, also ein Takt lang F, ein Takt lang E, ein Takt lang A-Moll und wieder ein Takt lang E und das E spiele ich dann diesmal unten, also den offenen Akkord. So, dieser Viertakter steht so ein bisschen für sich, danach kommt nämlich ein Takt A-Moll, ein Takt G, ein Takt C, ein Takt E. Und dieses A-Moll, G, C, E wiederholt sich dann noch zweimal. Also es kommt nochmal zusammenfassend gesagt, einmal dieser Viertakter, F, E, A-Moll, E und dann insgesamt dreimal A-Moll, G, C und E. Und die ersten 8 Takte würde ich auch wirklich so spielen, wie ich es gerade gemacht habe. Also einfach auf die 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und bei den nächsten 8 Takten, die jetzt kommen, mit A-Moll, G, C und E, könnt ihr dann diesen Groove wieder verwenden. Genau, dann kommt wieder die Hook. Dieses Ich weiß nicht, ob er da auch singt, aber da kommen auf jeden Fall wieder diese normalen 4 Takte mit F, D-Moll und A-Moll. Und in der zweiten Verse gibt es jetzt wieder eine kleine Abweichung. Die könnt ihr auch spielen, wie ihr möchtet. Ob ihr das jetzt mit gelegten Akkorden spielt oder mit dem Groove, sei absolut euch überlassen. Die Akkordfolge ist folgende, dass jetzt dreimal kommen die 4 Takte. Ein Takt A-Moll. Ein Takt G, ein Takt D-Moll, ein Takt C. Natürlich auch immer wieder, ich zeige es euch jetzt mit Barré, ihr könnt es auch einfach mit offenen Akkorden spielen, ist eure Entscheidung. Also ein Takt A-Moll, ein Takt G, ein Takt D-Moll, ein Takt C. Das kommt jetzt insgesamt dreimal und dann kommt beim vierten Mal kommen nicht die 4 Takte, sondern wieder diese Standard 4 Takte mit F. Einmal und dann halt wieder My name's Blurry Face and I carry a thing. Bla bla bla. So, dann kommt wieder dieses, ich weiß nicht genau, ich habe es mal Interlude genannt, also oder zweiter Refrain oder zweite Hook oder wie auch immer. Und danach kommt nochmal so eine Bridge und in der Bridge, ich glaube, das ist dieses Wake Up, We Need to Make Money, singen sie da, glaube ich. Und das ist nochmal ein anderer Formteil, aber da kommen wieder nur die Akkorde, die wir schon hatten, und zwar A-Moll, G, C und E. So, das ist alles nicht so wahnsinnig kompliziert, das sind im Prinzip immer dieselben 4-5 Akkorde. Macht es am besten so, dass ihr euch das Video vielleicht ein, zwei Mal anguckt und dabei also auf Pause drückt und das einfach mal rausschreibt, weil das alles so vom Video sofort auswendig lernen ist ein bisschen hart. Das würde ich auch nicht unbedingt können. Das heißt, guckt euch einen Teil an, ich blende es euch hier auch immer nochmal ein, schreibt euch das vielleicht kurz raus und übt das dann damit. Und wenn ihr was nicht verstanden habt, spult einfach nochmal schnell. Das ist ja bei YouTube-Videos kein Problem.
So, wenn ihr das könnt, habt ihr es dann auch tatsächlich. Wie gesagt, ihr könnt gerne den Groove benutzen, den ich euch gezeigt habe. Ihr könnt es auch gerne mit offenen Akkorden spielen und anderen benutzen. Ihr könnt es natürlich auch als Ballade spielen. Euch ist da, das ist absolut euch überlassen. Ich hoffe jedenfalls, ich könnte euch weiterhelfen mit dem Tutorial. Und wenn ihr Bock habt auf noch mehr Tutorials zum Thema Gitarre, dann geht auf meinen Channel, guckt euch die Videos an. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefällt. Genau, schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Und dann bis nächstes Mal. Ciao.